Mama, Mama, guck mal, da ist der, der die Leute sexy macht. Mein Chef ist heute Deutschlands berühmtester Pop-Choreograf, Detlef D. Soest. Er hat den No Angels beigebracht, was eine Choreo ist, und nie werden wir sein Gebrüll bei Popstars vergessen. Mittlerweile hat er mehrere eigene Tanzschulen, ein eigenes Fitness-Workout und er ist außerdem Life-Coach. Viel zu tun im Leben von D., also eine Assistentin brauchst du da eh. Da ist sie. Hallo. Guten Morgen. Ach so. Könnt ihr so Gucci? Ich mache immer so mit Gucci und andere Seite noch und so. Also wenn er jetzt nicht so gut aussehen würde, würde ich es eher so machen, aber geht ja. Das ist doch direkt ein fetziger Einstieg. Detlef Soest ist geboren am 2. Juli 1970 in Berlin. Von Beruf ist er eigentlich gelernter Werkzeugmacher, aber jetzt Tänzer, Choreograf und Motivator. Das D in seinem Namen steht für Dance. Was ist zu tun als Assistent? Wir haben eine ganze Menge zu tun heute. Also wir müssen ins Tonstudio, wir müssen eine Meditation aufnehmen. Dann fahren wir ins Flüchtlingsheim, ein paar Spenden vorbeibringen. Ganz gut und ganz wichtig zwischendurch. Dann müssen wir heute unterrichten, Workshop geben für Erwachsene, tanzen, aber auch Fitness. Dann Facebook müssen wir ein bisschen was machen, auf jeden Fall. Also wird ein harter Tag, auf jeden Fall. Okay, cool. Dann, let's go. Let's go. Hier muss ich jetzt eine Meditation machen, so 20 Minuten geht die etwa, sodass die Leute, auch wenn sie von einem stressigen Arbeitstag kommen, sich mal zu Hause hinlegen können, ins Bett wirklich die alle Viere von sich legen, dann kommt die Meditation, das ist eine Regenbogenmeditation, also wir gehen durch unterschiedliche Lichter und unterschiedliche Farben sozusagen. Okay. Und danach ist er dann total entspannt. Ah, ja. Und das sprichst du? Das spreche ich. Du musst ein bisschen lachen, wa? Du dachtest wahrscheinlich so, dass ich sage, so, leg dich jetzt hin und sei entspannt, los! Jetzt denkst du, bist schon in der Band? Los, komm! Ich mache das selber wirklich sehr, sehr oft. Wenn ich von einem stressigen Tag komme oder wenn ich zwischendurch mal 10 Minuten habe, dann höre ich mir selbst eine Meditation an, lege mich wirklich hin und danach ist man wirklich, man ist einfach wieder frisch. Und das schaffst du jeden Tag? Also entweder Meditation oder Yoga. Eins von beiden muss jeden Tag sein. Bist du eher jemand, der quasi hochtemperiert durch die Welt geht und sich eher runterfahren muss? Oder kommst du eher von der ruhigen Seite und bist dann aber auch mal auf... Ich würde mir wünschen, sagen zu können, dass ich eher von der ruhigen Seite komme. Das würde mir, glaube ich, besser stehen. Aber ich bin schon sehr emotional. Aber das Verrückte ist wirklich so, solange alles gut läuft, bin ich immer tiefenentspannt. Aber wenn die Dinge kippen oder nicht funktionieren, dann werde ich doch relativ schnell emotional und dann muss ich mich auch schnell wieder ein bisschen runterbringen. Und du hast super viele Jobs, ne? Wie viele Jobs hast du? Was bist du alles? Also ich mache echt viel. Guck mal, wir machen viel Teleshopping. Ich mache unser Abnehmprogramm, 10 Weeks Body Change, was also explodiert nach 4 Jahren, das explodiert immer weiter. Dann machen wir die gesamten Fitness-Workshops, dann unterrichte ich noch in meiner Schule, dann führe ich die Firmen, die wir haben. Also es ist schon ein bisschen zu tun. Hättest du das gedacht? Wenn mir vor 25 Jahren jemand gesagt hätte, du wirst mal so ein bekannter Choreograf und auch Fitness und so, hätte ich gesagt, Bullshit. Also ich wusste schon immer, ich will irgendwie was erreichen, ich will nicht irgendwie... Aber woher kommt denn das? Kann ich dir sagen, als ich im Heim war, so mit 9 Jahren, hat irgendein Erzieher mal gesagt, naja, Halbkinder, die wären entweder kriminell oder drogenabhängig oder Alkoholiker. Und das ist so oder, stark. Oder wären Müllfahrer, also nicht gegen Müllfahrer, aber so dieses Klischee. Und dieses Klischee, das hat bei mir so gewirkt, das wollte ich nicht erfüllen. Also ich hatte da so einen Löwenkampf, dass ich mir gesagt habe, das bist du nicht. Und das ist bis heute sozusagen dein Thema? Ja, das hat sich wirklich... Und dann habe ich gemerkt, dass die Kraft, die ich dort rein investiere, sich positiv auswirkt. Also dass sie mich vorwärts bringt. So, und wenn du das dann merkst, na, dann geht es natürlich weiter. Warst du mal gefährdet, dass es in die andere Richtung geht? Also, dass es dir nichts wird quasi. Hattest du das auch? Oder ist der Weg eigentlich immer klar? Nee. Also, überleg mal. Ich war im Gefängnis schon einen Tag, weil ich so viele Schulden hatte. 65.000 D-Mark damals, dass irgendwie Polizei kam und gesagt hat, okay, jetzt geht's ab irgendwie. Tagessätze absitzen. Also, es gab viele, viele Tiefpunkte. Aber das sind ja die Situationen, aus denen du stärker rausgehst. Und am Ende hast du immer gedacht, aber ich werde kein Heimkind. Oder Heimkind war ich, ja. Ja, aber ich werde nicht die dieses Karriere, Klischee, was die gesagt haben, erfüllen. Ja. Das war genau so. Ja, das war immer so unterschwellig. Ich habe das jetzt nicht jedem erzählt, aber ich wusste so in mir drin, okay, das erfüllst du nicht. Mhm.
Detlef die Soest ist im Heim aufgewachsen, weil seine Mutter manisch-depressiv war und an einem Gehirntumor gestorben ist, als er 12 Jahre alt war und sein Vater nichts mit ihm zu tun haben wollte. Und ich kannte die Geschichte nicht und wusste auch nicht, dass die immer der Motor war und ist. Dann wollen wir mal. So, wie sieht's denn aus da an der Regie, an der Tonregie? Tippitoppi. Mhm. Na, dann würde ich mal sagen, haut mal den Klangteppich rein, da ist er. Schließe nun die Augen und atme ruhig ein und aus. Merke, wie dein Körper immer ruhiger wird und du mehr und mehr entspannst. Wir sind okay, wir können abnehmen. Ja, Katrin? Katrin auch einverstanden? Toi, toi, toi. Du kannst dir sicher sein, dass ich mich für dich freue. Ich selber bin auch froh und falls es dich interessiert. Mir ist am Wochenende was ganz Ähnliches passiert. Ey, cool. Ja, Papier. So, zum Ernst der Sache. Dein Körper ist entspannt und warm. Und alle Sorgen, Ängste und Belastungen fallen nun von ihm ab. Wer hat die geschrieben, die Texte? Sind die von dir? Ich suche mir die entweder raus oder lass mir von meinem Team welche schreiben, wo ich vorher einfach so die Eckdaten gebe, wo ich sage, okay, hier geht es darum, dass es Tiefenentspannung ist, hier geht es darum, eine innere Balance wiederzufinden, hier geht es um Entspannung vom Alltag und dann fertigen die das an für mich. Ah, cool. Also könnte ich das ja vielleicht auch? Ja, komm doch mal her, probier es mal aus. Ach, okay. Ja, das ist doch mal eine super Idee. Jetzt machst du mal Meditation. So. Ich glaube, ich kann das gar nicht. Das ist ja schon mal der erste große Fehler, den man machen kann, wenn man sagt, ich glaube, ich kann das gar nicht. Dabei hat man es noch gar nicht probiert, oder? Ich weiß, das habe ich schon oft gehört. Aber ich denke immer lieber tief stapeln, dann sind die alle positiv überrascht. Stimmt, hast du recht. Wenn die Fall, ja, nicht so schlecht. Weibliche Logik. Ja, ja, stimmt. Ein bisschen um die Ecke gedacht, aber kommt auch ans Ziel. Aber ich habe das auch schon gehört, dass man so viel Energie dadurch schon im Vorab verschwendet, Zweifel in die Welt zu setzen, dass man es lieber erst probiert und scheitert und dann quasi noch mehr Kraft über hat, um es besser zu machen. Genau, da, du bist auf dem richtigen Weg, Katrin. Jetzt habe ich schon quasi so eine halbe Minute Coaching von dir. Na, du hast mir schon, du gibst mir gerade so einen kleinen Text für die nächste Meditation, weißt du? Schreite nun weiter in das kräftige blaue Licht. Dein Bewusstsein wird immer klarer und es dehnt sich aus. Verbinde dich nun mit allem, was ist. Du bist nun Herr der Lage. So klein sie. Aber ey, Katrin, wirklich ohne Quatsch. Habe ich den Job? Nee, alter Schwede, du machst es echt gut. Und Frauenstimmen sind ja oftmals fast so ein bisschen angenehmer. Nee, finde ich gar nicht. Doch, und dadurch, dass deine Stimme nicht so piepsig ist, also dadurch, dass du so eine Ruhe da drin hast, das kommt echt gut. Dadurch, dass ich quasi eine Männerstimme habe, geht's. Ja, das hast du jetzt gesagt. Das ist also so. Aber es ist aber echt, ist wirklich gut. Ich mache das hier schnell zu Ende und du kannst mal einen Motivationspost auf meiner Facebook-Seite machen. Ich mache mal morgens einen Motivationspost. Kannst du mal über dich drüber steigen? Na klar, steig mal. So, guck mal, ich habe dir nämlich was besorgt, weil... Ich bin ja gespannt. Ja, Streberassistentin. Was ist denn da? Was ist denn das? Wow! Ich habe dir schon 12 Vorlagen quasi. Ist ja der Kracher. Mitgebracht. Also, oh, zwar die falsche Seite jetzt, aber guck ist mal, ist ja alles der mit. Hammer. Ja. Ich mag's. Ich find's echt super, wenn Leute sich vorher Gedanken machen und mit etwas kommen, was sie schon vorbereitet haben. Ich liebe das. Nee, wirklich ohne Quatsch. Ich finde das total Weltklasse. Das ist echt der Kracher. So, jetzt an die Arbeit. Ja, okay. Ich kenne Detlef die Soest ja jetzt auch schon seit ich 17 bin aus dem Fernsehen. Und dass der mal Meditationen einliest. Also das hätte doch vor 10 Jahren auch keiner geglaubt. So, du fährst mich jetzt, ne? Ich fahre dich jetzt. Das ist doch mal der Kracher. Ja, oder? Aber ich bin, tschüss Katharina, ich bin ein beschissener Beifahrer, wollte ich dir nur sagen. Wieso? Naja. Ja, wir werden sehen. Ich bin eine geile Autofahrerin. Ah! Leben rast, Leben rast. Ich mach das jetzt, bin jetzt im 15. Jahr seit Jahr 1 von Popstars. Weißt du, 2000 haben wir mit Popstars angefangen. Das ist 15 Jahre her. Krass. Also die weite Vision ist zum Beispiel in der O2-Arena vor 12.000 oder 15.000 Leuten Kate, also meine Frau, ich und unser gesamtes Team, ein Mix aus Motivationsworkshop, Entertainment, Fitness, Dance, also so alles. Und 12.000 Menschen stehen da im Trainingsanzug, machen mit uns Sport, ja, sind dadurch motiviert, machen mit uns Meditation und kriegen von uns noch irgendwie eine Präsentation 5 Steps to Success. Also so alles, weißt du? Was ist das dann? Was bringt dir das? Das ist halt ein Gefühl, was du zurückkriegst, so
eine, ich nenn's mal Anerkennung oder auch eine Form von Zuneigung und Liebe, weil du gibst Energie raus, du gibst denen was, ja, alles, was du hast, alles, was drinsteckt, und du kriegst es in einer Wellenform zurück. It's all about energy? Ja. Okay. Weil alles. Wenn 12.000 Leute in der O2 World sitzen, kann man davon ausgehen, dass das ein lukrativer Abend ist finanziell. Es ist glücklicherweise nicht mehr unser Hauptthema. Ja, das war es vielleicht mal, aber es ist nicht mehr das Hauptthema. Und das Schöne ist, das klingt, glaube ich, jetzt ganz blöd, aber das Schöne ist, wenn du über das Thema hinweg bist, dann interessieren dich andere Sachen. Mhm. Also dann interessiert dich noch mehr, wie du den Leuten was geben kannst, wie du vielleicht was hinterlassen kannst, sozusagen, weißt du? Und das leben wir jeden Tag. Niemand würde sagen, ich habe die Vision, den Oscar zu gewinnen. Also selbst wenn es so wäre. Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, 12.000 Leute so in der O2 World, das wär's, das wird ja sonst keiner zugeben. Also das finde ich schon irgendwie lässig, oder wie man das nennt, oder ehrlich. Und hat er gerade gesagt, er hat die Kohle eigentlich drin? Du fährst mich jetzt, ich krieg Angst. Na wa. Soll ich mich so hinten hinsetzen, so angebermäßig? Du bist schön oder? Da sitzt du. Mit den Motivationsposts zum Beispiel oder mit den Sprüchen, ist das was, was du nur nach außen gibst oder ist das, motiviert das auch dich? Machst du das hauptsächlich für dich? Ja, wir haben ja zum Beispiel, Kate und ich haben zum Beispiel bei uns immer so 5 Powerfragen jeden Tag. Ja, und zwar 5 morgens und 5 abends. Und morgens sind die Fragen zum Beispiel, okay, was wirst du heute Tolles tun? Ja, womit wirst du heute anderen Leuten eine Freude machen? Was wirst du Tolles, was ist das Tolles heute? Entwickeln? Na, heute ist es zum Beispiel, guck mal, wir fahren ins Flüchtlingsheim und helfen Menschen. Ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn man so in sich reinspürt, ohne diese ganzen beschissenen Wirtschaftsflüchtlinge und die sind richtige, die sind falsche Flüchtlinge, aber einfach nur loszugehen und zu sagen, ey, gib ein bisschen was zurück von dem, was ich in meinem Leben bekommen durfte. Ist doch ein Gefühl, also da ist doch das Gefühl, was man selber als Gebender hat, noch viel größer und schöner als das, was man den Menschen gibt, denen man hilft. Also hast du jetzt hier schon was rausgesucht, was du nehmen würdest gerne, oder? Ja, pass auf. Das ist, ich weiß nicht, welcher Monat das ist. Lies mal vor, du musst mir mal vorlesen. Nur wer fest verwurzelt ist, wird die Stürme des Lebens überstehen. Finde ich ein bisschen platt. Nee, das finde ich auch nicht, das meinte ich auch Vorankommen nicht. Vorankommen beginnt mit dem ersten Schritt, nicht mit dem Wissen um mein Ziel. Ja, das könnte doch zu dir passen, ja, oder nicht? Ja, stimmt, das ist schon eine Runde besser. Also der Spruch ist eigentlich super geil, weißt du, weil 99% der Leute da draußen reden immer über ihre Ziele. Mhm. Aber wenn du sie mal fragst, welche Schritte sie schon in die Richtung gegangen sind. Das ist aber auch das Schwerste. Ja, natürlich. Was war deine schwerste Entscheidung oder hast du gar keine schweren Entscheidungen dadurch, dass dir das so leicht fällt? Meine schwerste Entscheidung war, damals meine Partnerin zu verlassen. Nicht, weil ich meine Partnerin verlassen habe, obwohl sie ein wunderbarer Mensch ist, sondern weil ich dachte, dass ich mit dieser Entscheidung meinen Kindern das weggenommen habe, was ich gehofft habe, ihnen geben zu können und was ich als Kind nicht hatte. Sprich, also eine intakte Familie mit Vater und Mutter. Mhm. Ihr kennt es ja noch von mir selbst damals, als meine Mutter irgendwie mich nicht mehr wollte und mein Vater sowieso nicht. Du denkst ja immer, du bist als Kind daran schuld. Ja. An dir ist etwas falsch und deswegen sind Mama und Papa nicht für dich da oder so. Und die gleiche Sorge, wir fahren vorne an der Ampel rechts, und die gleiche Sorge hatte ich natürlich in Bezug auf meine Kinder. Ja, also du musst dir vorstellen, meine Mutter hat damals, als sie im Heim war, kam sie und sagte, sie will ihr Kind sehen. Dann hat meine Erzieherin mich geholt und dann hat sie mich nicht mehr erkannt. So, heute weiß ich, dass das wegen ihrer Krankheit war. Aber für mich war das, Mama, ich bin's doch. Also ich bin auch dein Sohn. Wieso sagst du, ich bin nicht dein Sohn? Also das war nicht, habe ich nicht zusammenbekommen. Ja, und dann ist sie auch 1,5 Jahre später gestorben. Insofern hatte sich in Anführungsstrichen diese Geschichte, diese Leidensgeschichte dann auf noch mal eine unangenehme Art und Weise dann noch mal beendet, weil dann konnte ich gar nicht mehr mit ihr sprechen, warum sie so war. Und dann brauchst du aber, und ich glaube, das ist bei jedem Menschen so, du brauchst Jahre, eigentlich Jahrzehnte, um darüber hinwegzukommen. Und du wirst immer wieder in deinem jungen Leben an irgendwelche Stellen kommen, wo du merkst, okay, also hier verhalte ich mich irgendwie nicht normal. Ja, bei mir war das damals im Umgang mit Frauen. Ja, dass ich also wirklich mit viel zu vielen Frauen irgendwie teilweise zur gleichen Zeit zusammen war und so. Das war nicht, weil ich so war, sondern weil ich einfach Angst vor Liebesverlust hatte und deswegen sozusagen mir so viel wie möglich Liebe
schon vorbereitet habe, sodass, wenn die eine Liebe wegfällt, ich die andere trotzdem habe. Weil ich habe ja schon mal diesen großen Verlust an Liebe gehabt in Form von meiner Mutter. Alter Schwede, ich erzähle dir eine ganze Menge von mir. Ja, du bist echt eine ganz schön fiese Trickserin. Oh, du setzt dich schön mit mir ins Auto, schön so ein bisschen nett und freundlich und plötzlich hört meine Zunge nicht mehr auf, sich zu bewegen. That's my job, aber um dich zu beruhigen, es ist mein ehrliches, ernsthaftes Interesse. Sonst würde ich auch nicht darüber reden, okay. Weil man spürt die, wir müssen hier recht. Weil ich finde, dass man sofort spürt, wenn Menschen nur Fragen stellen, um Fragen zu stellen, oder wenn Menschen wirklich wissen, worum es geht und sie sich dafür interessieren. Sonst würde ich mit dir nicht darüber reden. Da, wo Hotel steht, ja? City 54, das ist das Flüchtlingsheim. Das Hotel ist das Flüchtlingsheim? Klingt komisch, ist aber so. Ja, okay, krass. Das ist ja toll hier. Aus welchen Ländern seid ihr denn? Ist okay, from which country? Ja, Bosnisch. Ja. Okay. Und hier haben wir noch ganz schicke Schals für die Mädels. Ist er für Mädchen, Chef? Aber lass ihn doch. Das ist für Mädchen. Okay, ich gebe dir jetzt den Mädchenschal. Hier. Jetzt haben wir noch eine Mütze. Guck mal, zu mir passt die nicht. Doch. Sieht das gut aus? Ja. Für dich, oder? Aber sag mal, hört mal zu. Hallo, hallo, hallo. Seid ihr gut in Musik? Ja, Musik, okay, ja, pass auf. Pass auf. Ich mach vor, ihr macht nach. Mal sehen, ob ihr ein gutes Rhythmusgefühl habt. Achtmal klatschen und dann achtmal stampfen, okay? Fünf, sechs, warte. Fünf, sechs, sieben, acht. Sehr gut. Du kannst Breakdance? Breakdance, ja, ich kann. Wir machen Breakdance. Lass uns eine Breakdance erzählen. Los, jetzt eine Breakdance. Hast du Handstand? Glaubst du nicht, dass ich kann, oder? Mach glaubst du, kann gut, ich es nicht? Mach okay, gut, komm her. Hast du mein Schnapp, 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 pass auf. Hopp, 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 hopp. Mein Bruder. Flup, 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 pass auf. Hier. Wow. Baby freeze, baby, baby, baby freeze. Wow. Hast du gesehen, wa? Das kannst du doch. Ja, ihr kommt mal zu mir in die Tanzschule und dann tanzen wir zusammen. Das ist viel cooler. Mach Handstand. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. A lot of impressions irgendwie, oder? Man ja. Ist so irgendwie so hin und her und so. Ja. Man hat so ganz viele Gedanken im Kopf, findest du nicht? Ja, irgendwie voll. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt, besser geht als vor. Also nicht, dass man das jetzt macht, damit es einem besser geht. Das weiß ich gar nicht. Aber es ist dann so, ne? Also klar sind auch Kinder und so. Aber ich denke manchmal, oh Gott, jetzt gibt man denen, dann hat man es nicht gerecht. Dann ist alles furchtbar wieder und denkt, jetzt habe ich es erst recht falsch gemacht. Weißt tschüss, ihr Süßen. So? Bye, bye. Tschüss. Ja? Tschüss. Wie gesagt, als wir das erste Mal hier waren, sind wir. Hast du danach so ein komisches Gefühl irgendwie, ja? Du hast was geholfen, du hast verschenkt und so. Aber du weißt nicht, wie du schon sagst, ob die jetzt wirklich was davon haben oder ob alle was davon haben oder so, so, weißt du? Aber zum Schluss haben wir uns dann gesagt, scheißegal, Hauptsache man hilft. Darf man selber da so hingehen und sagen... Und lustig sein und guck, Spaß und so. Ich habe euch Gaben. Ja, also so. Ich weiß, was du meinst. So, ja, deswegen haben wir die ersten Male, wo wir hier waren, wir haben das auch immer anonym gemacht. Also wir haben nicht irgendwie gesagt, hier kommt mal mit oder so. Das war jetzt nur, weil wir eh das heute auf dem Plan hatten. Aber es hat nichts damit zu tun, dass, also mit deiner Geschichte und die Heimvergangenheit oder so, das wäre jetzt zu überladen, oder? Ich glaube, das hat zum Schluss ist das sicherlich auch ein Impuls, der dann dazu führt, dass ich möglicherweise, ohne jetzt andere Leute irgendwie da falsch darzustellen, dass ich möglicherweise eher den Schritt gehe und sage, okay, geh jetzt mal helfen, als noch mal drüber nachzudenken, weil ich mich gefreut hätte, damals vielleicht so eine Hilfe zu haben irgendwie. Klar, das kann schon ein Impuls sein. Mhm. Ja. So, ab geht's zur aber nächsten gut, Arbeit dass wir hier. Das gemacht haben. Genau. Das ist schon echt eine spannende Vergangenheit und auch faszinierend, wenn er dann nochmal so seine Geschichte erzählt und wie er sich so zusammensetzt quasi, woher die ganzen Impulse kommen, dann sieht man ihn schon nochmal anders. Genau, jetzt machen wir mal Straßenakquise, finde ich super, Praktikantin. Jetzt erst mal gehst du hin und sagst mal, pass auf, wir machen heute Nachmittag um 16 Uhr einen Kurs, wo man was für seine Figur tun kann und wir möchten dich gerne einladen. So, ab geht's. Mach ich. Hallo. Habt ihr heute um 16 Uhr schon was vor? Nein. Habt ihr Lust, einen Kurs mitzumachen bei Deadlift die Soest, wo man sexy machst du's, ne? Ich mach sexy, aber du auch. Mhm. Dann bist du herzlich eingeladen, bei dem Programm mitzumachen. Und er trainiert das. Okay. Und das ist super für alles. Ja. Kommst du vorbei? Ja. Echt? Ja. Weißt du? Franziska. Franziska. Herzlich willkommen, Franziska. Franziska kommt um 16 okay. Uhr. Okay, Franziska, weißt du, wo es ist? Alright? Oh, ja. Cool. Ja. Wir zählen auf dich. Ja. Also, bis später. Okay. Danke. Du bist eine coole Socke. Wieso? Ja, weil du einfach machst. Finde ich gut. Lass dich nicht überfahren. Pass auf, hier gibt's Verkehrsregeln.
was? Es ist Berlin! Links. Entschuldigung, oh. das lebende Navigationssystem war falsch. Tut mir leid. Zu kleinen Aussätze. Also jetzt spiele ich dir mal was vor, was ich zum Beispiel gerne höre, okay. Um in so in meine Ruhe zu kommen. Ja, jetzt pass mal auf. Das finde ich ganz schlimm. Darf ich das sagen? Klar kannst du sagen. Ich kann da gar nicht, ich krieg da, also das ist für mich Herzinfarkt. Du kriegst da Beklemmung, oder? Du kriegst da Wut. Ich werde ganz hibbelig. Dann denke ich so, ich muss was, da ist nichts. Ich muss was machen. Ich erkenne das nicht. Ich kann nicht zulassen. Aber ist keine Ruhe in mir. Genau, weil das nämlich deine Ruhe sich dagegen wehrt. Ja, ja, und was zu. Komm mal hier. Na, lass es zu. Wenn du jetzt von 3 auf 1 runterzählst, bist du in deiner totalen Balance. Geh durch den Regenbogen, spür die Farben. Ich liebe das. See in a perfect dress, a Noel's Designer. Aufregend. Das macht mich aggressiv. Na, was macht dich denn nicht aggressiv? Das ist echt super schwierig. Musikalisch kommen wir schon mal gar nicht zusammen. Sorry. Wie gehst du mit Kritik um? Ich finde konstruktive Kritik extrem wichtig. Aber das muss eine sein, die wirklich einen weiterbringen soll. Und aber wenn du dich den ganzen Tag nur mit dem beschäftigst, was Leute auf Facebook und weiß ich nicht wo an vermeintlicher Kritik über dich schreiben, obwohl sie dich überhaupt nicht kennen, obwohl sie dich noch keiner sieht, mal gesehen haben, dann hast du nichts anderes mehr zu tun, als irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken und zu denken, du bist ein V. Die finden ja eigentlich, egal ob jetzt du, ich oder wer auch immer öffentlich, die Leute, die dann haten, die finden ja nicht uns scheiße, weil die kennen uns ja in Wirklichkeit nicht. Die finden ja sich scheiße und wir sind ihr Spiegel. Hast du das mal so empfunden, dass du jemand bist, der besonders polarisiert? Naja, das konntest du natürlich manchmal in ein paar Popstar-Staffeln und so. Da hat sich das dann schon sehr hochgeschaukelt. Jetzt so in den letzten Jahren ist es eigentlich entspannter geworden. Weil aber auch jeder weiß, der auf meine Seite geht, gibt es einmal einen Kommentar oder einen Post, der unter die Gürtellinie geht, ist derjenige sofort off. Tschüss. Oh, Alter, ey, das ist krass. Wieso macht ihr denn so eine Sachen, wenn ihr nicht aus Berlin seid, dass ihr auf der gegenüberliegenden Spur parkt? Wieso denn nicht? Weil es verboten ist. Ach so. Also, okay, keep cool, du hast Zigaretten geschmuggelt. Ich hab nur auf der falschen Seite geparkt. Da fragst du mich, warum ich Angst vor der Polizei habe? Ja, die Polizei, das kostet 25 Euro. Jetzt parke ich sofort da drüben. Das ist wirklich kein Witz. Detlef D. Soest hat früher Zigaretten geschmuggelt, um sich das Taschengeld ein bisschen aufzubessern und hat sich aber auch parallel als Finanzvertreter versucht. Das ist auch kein Witz. Das ist eine sehr vielversprechende Kombi. Und hier siehst du dann auch alle Produkte. Also hier hat man mal so aufgelistet, Start to Dance, Tanzig für 1, Tanzig für 2, DVDs, CDs. Warum machen wir Teleshopping? Kann ich dir genau sagen. 3 Gründe. Mhm. Grund Nummer 1, dieses live eine Sendung machen, ja, in Echtzeit und diesen direkten Kontakt mit dem Zuschauer, das ist Wahnsinn. Das Zweite, du kannst Produkte direkt auf die Bedürfnisse der Zuschauer zuschneiden. Das heißt, du weißt genau aufgrund von Marktanalysen, was braucht eigentlich der Zuschauer und was passt. Wofür ist er wirklich dankbar und was wird ihm gefallen. Und das Dritte, auch da muss man ehrlich sein, es ist eine sehr, sehr gute Geschäftsvariante. Hast du vorher, bevor du selber da warst, gedacht, wow, krasse Parallelwelt, es geht da ab? Oder bist du denke ich jetzt immer noch. Okay. Denke ich jetzt immer noch. Es ist eine krasse Parallelwelt. Ja, also, ist es, ne? Wenn du normales, du öffentlich-rechtlich oder ich Privatfernsehen nimmst und dann Teleshopping nimmst, ja, das ist wie Senf mit Marmelade vermischt. Es geht nicht miteinander. Aber das ist eine Gelddruckmaschine, ne? Oder? Also ich kann dir ganz klar sagen, dass man für alles wirklich erstmal arbeiten muss. Und du darfst eins nicht vergessen, wenn du Teleshopping machst als Lieferant, als Unternehmer, was wir ja sind, du musst alles selber vorfinanzieren. Oh, und du hast, ja, du musst alles, niemand gibt uns vorher hier Geld. Wir müssen es aus der eigenen Tasche, die gesamten Produktion, die Vervielfältigung, müssen wir alles selber zahlen. Und du hast das Risiko der Retouren.
Ach, die Leute können das ja ewig zurückschicken, ne? 30 Tage, 60 Tage, 100 Tage, weißt du? Und egal wie. Also selbst wenn sie es aufgemacht haben und sagen, ach, ich habe jetzt doch keinen Bock mehr, schicken sie es dir zurück. Und in dieser Mischkalkulation ist es dann ein gutes Geschäft, aber keine Gelddruckmaschine. Nervt dich das, dass man in Deutschland eher immer skeptisch ist, wenn Leute sagen, ja sicher möchte ich Geld verdienen mit dem, was ich mache? Also jetzt mal ohne Quatsch. Kann mir mal jemand bitte da draußen diesen Irrsinn erzählen, dass immer wieder Leute dann sagen, ja, pass mal auf, die will doch damit nur Geld verdienen oder der will doch damit nur Geld verdienen. Also wer geht denn bitte raus und sagt, ich gehe heute arbeiten, so richtig viel und ich gebe Vollgas, und aber ich möchte bitte kein Geld dafür. Wer setzt sich an die Kasse im Supermarkt und sagt, ich mache das gerne, aber ich möchte bitte kein Geld? Welcher Arzt macht irgendwie 72-Stunden-Wochen und sagt, ich möchte kein Geld dafür? Aber wenn wir dann sagen, okay, also zum Beispiel diese Kettlebell, da würde ich jetzt 1 Euro verdienen, wenn die verkauft wird, ey, da will doch nur Geld machen. Profitgier, ist ja unglaublich. Komisch, dass uns dann manchmal nicht egal ist, wie jemand reich wird. Dann denkt man die ganze Zeit, ja bitte, also es ist HSE. Und gleichzeitig, was könnte ich da nur anbieten? Wir sehen uns gleich, du musst dich umziehen in deine Hot Leggings. Weil wir endlich sehen uns gleich endlich bei Fitness. Ich habe heute 2 Assistenten. Kenny kennt ihr ja wie immer. Und dann habe ich eine zweite, Katrin Bauerfeind, meine Assistentin. Heute, Katrin, du musst ein bisschen weiter nach vorne. Am besten hier. Also guck doch gar keine Frau auf mich. Wir starten mit 4 Tabatas. Kennt ihr, gleich rein ins Vollgasprogramm. Anfangen tun wir mit einem Bergsteiger-Tabata. Atmen, Ruhe, holt euch Energie durch Luft. Let's go! Sehr gut. Gut, Karin. Und go. Drin bleiben, es ist gleich geschafft. Weil die meisten sagen, ja, ich komme, und dann kommen sie nicht. Und ihr habt euch da echt durchgekämpft, wirklich cool. Schon anstrengend, oder? Ja, ein paar Schritte bin ich von dir schon gewohnt, weil ich oft DVD von dir. Echt? Ja. Ey, siehst du, wir kannten uns nicht vorher und sie hat DVDs von mir. Das ist doch nicht schlecht. Okay. Macht's cool, gute Zeit. Alles Ciao. Gute. Aber du hast ja ohne gute Figur gemacht. Ich dachte so, du bist so kurz vorm Sterben, aber hast echt gut durchgezogen. Wie, ich bin gut kurz vorm Sterben? Na, ich dachte zuerst, ich dachte vor dem Kurs, dachte ich so, na mal schauen. Du bist zwar gut trainiert, aber ich dachte nicht, dass du so viel Drive hast. Also da war schon Druck dahinter bei dir. So, und jetzt muss ich es los. Es war mir eine Freude. Ich habe mich sehr gefreut. Du warst eine der besten Praktikantinnen, die ich haben durfte. Ich war eine Assistentin und nicht Praktikantin. Das schmälert alles, was ich heute getan habe. Also es war eine der besten Assistentinnen, Chefassistentinnen, die man haben kann. Sie war wirklich fantastisch. Dankeschön. Du warst auch ein geiler. Ja, echt Spaß. Du bist ein toller Mensch. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ehrlich. Mach's gut. Das war mein Tag mit Detlef D. Soest. Steht immer noch sehr unter Strom. Macht aber jetzt mehr Yoga. Nächste Woche habe ich eine Chefin, nämlich die Fechtweltmeisterin Shit und Olympiasiegerin. Ach, die ist alles, ey. Und toll ist sie auch, Britta Heidemann. Also, Entschuldigung, es ist nur ein Marienkäfer. Ist gut. Aber er sieht in meinen Pott gefallen. Entschuldigung, dass ich dich angegriffen habe. Direkt mit der Gabel. So habe ich es gelernt.